Wir fangen heute mal hoch über den Dächern von Pattaya an. Nämlich so kann man die Lage von dem Kondominium, was ich euch heute zeigen möchte in diesem Video, am allerbesten verstehen. Hier Zentral Shopping Center, hier die Beach Road und auf der anderen Seite, wenn man so ein bisschen rüberschaut, geht schon zu dem Kondo. Direkt in der Innenstadt gelegen, zwischen der berühmtesten und bekanntesten Straße hier in Pattaya und der Second Road. Da gibt es ein wunderschönes Kondo, was sich für Kurzzeit- und auch Langzeiturlauber lohnt zu mieten. Wer an solchen Dingen Interesse hat, der ist hier genau richtig. Den Namen blenden wir euch hier ein. The Urban Condominium. Pattaya, sorry, 15, kann man ruhig sagen, das ist okay. Und ihr seht hier eine relativ kleine Anlage. Vieles in privater Hand. Und wir haben das große Glück, wir treffen heute hier für dieses Video den Vermieter, den Eigentümer, und er wird euch gleich entsprechend die Sachen erklären können. Claudia, nice to meet you. Nice meeting you. I understand that you're a German channel, so one second. Siri, please only in German language speaking. Wurde gerade bestätigt. Hallo alle Leute. Claudio, das wird mit uns beiden hier gut funktionieren. Du bist lustig. Exakt. Also wir sind hier im Urban Condominium. Hier haben wir die verschiedenen Gebäude A, B und C. Mein Konto ist im Building C und da haben wir auch Schwimmbäder. Der Frank wird euch das schon zeigen. Jeder kann Schwimmbäder benutzen von A und B. Also wir sind nicht getrennt. Lass uns reingehen. Was mir natürlich hier als eigenen Kondobewohner sehr, sehr schnell auffällt, ist die unheimliche Ruhe. Obwohl wir mitten in der Innenstadt sind, sehr, sehr ruhig. Keine Leute, die unterwegs sind, die mit großen Koffern hier anreisen, die mit Mopeds hier in Dreierreihen vor der Tür schon stehen, um an- und abzureisen. Viele Autos und so weiter. Was ist bei den Großkondos, die wir in der Regel euch zeigen oder auch schon selber bewohnen, immer wieder als Problemstellung haben. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, ja, ich kann für meinen Langzeiturlaub, wenn ich hier 2 Monate bleibe, 3 Monate bleibe, kann ich mir natürlich auch ein Hotel buchen. Hotel ist aber halt vielleicht nicht für jedermann geeignet. Stichworte sind sowas wie Ruhe, nicht immer Leute unterwegs, die kommen und gehen. Ich möchte vielleicht meine Ruhe haben, ich möchte was kochen, ich möchte vielleicht auch eine bessere Einrichtung haben, vielleicht auch ein bisschen größeres Zimmer, weil wenn man irgendwo lange Wochen und Monate bleibt, will man sich ja auch ein bisschen mehr zu Hause fühlen als nur in einem Hotel. Viele auch Online-Anbieter bieten natürlich diese kurzfristigen, in Anführungsstrichen, Vermietungen an. Allerdings sehr häufig behaftet mit Problemen, wenn es dann um Stornierungen geht, wenn es dann um Forderungen geht, die man halt nicht erfüllen kann. Und was zum Beispiel bei uns auch immer der Fall ist, viele Vermieter wollen natürlich auch, dass man lange, lange Verträge macht, möglichst 1 Jahr, 2 Jahre, 5 Jahre, ist natürlich für einen Urlauber, der wenige Wochen hier bleiben möchte, überhaupt keine Option. Hier beim Claudio hat man aber die Möglichkeit, auch krumme Zeiten zu mieten. Sprich, ich bin hier 36 Tage, ich bin 58 Tage, weil er kann hier ganz genau nach Tagen abrechnen, so dass man also dann nichts verliert, wenn man einen langen Vertrag hat, wenn man halt eine lange Laufzeit hat, weil es kann ja immer mal was passieren, man möchte vielleicht nach 2 Monaten sagt man, ach, das ist es doch nicht und so weiter. Hab aber einen Jahresvertrag von meinem Konto schon in der Tasche und so weiter, kommt man nicht raus. In der Regel natürlich auch bei diesen ganzen Kontoanbietern immer problematisch. Dinge wie Reinigung, Instandhaltung, nicht zu vergessen, Kaution, wovon wahrscheinlich auch viele, viele Thailand-Langzeiturlauber ein Lied singen können. Gibt es die zurück? Gibt es die nicht zurück? Nach welchen Zeiten gibt es die zurück? In welcher Form gibt es die zurück? Also da sind viele, viele Dinge, die da richtig schief laufen können. Und da hat Claudio hier mit seinem Angebot eine Nische aus meiner Sicht gefunden, die gar nicht so schlecht ist, die auch dem Urlauber sehr viel Flexibilität gibt. Er kann also dann anreisen, wann er möchte. Er kann dann abreisen, wann er möchte und ist nicht gezwungen, bestimmte Tage, Wochen und so weiter zu buchen. Ihr seht es an den Bildern, dieses Kondo hier
sehr, sehr schön ausgestattet. Swimmingpools, Sportmöglichkeiten, auch so Kleinigkeiten wie Tische, Tischtennis, kleine Dinge wie Konferenzräume, kleine Sachen, wo man sich hinsetzen kann draußen und auch mal ein Gespräch führen kann und alles, was man sonst so braucht. Also natürlich, wie es sich gehört, braucht man in jedem Gebäude eine gute Sauna. Bitte? Das Besondere an dieser Sauna natürlich ist, es ist eine gemischte Sauna. Das heißt, möglichst ein Mann und zwei Frauen, wie sich's gehört für Thailand. Klasse. Bevor wir jetzt gleich uns mal nach oben begeben und uns das Kondo im Detail anschauen, nochmal vielleicht ein paar Eindrücke von der Außenanlage, von den Möglichkeiten, die es hier gibt. Natürlich weitere Swimmingpools, wie man das aus solchen Anlagen kennt, weitere Fitnessräume, die man alle benutzen kann. Keine extra Gebühren, keine extra Sachen, die man hier beachten muss. Alles sehr, sehr entspannt. Und für die Stunden, wo ich jetzt hier gewesen bin, sehr ruhig, was ich am Anfang schon gesagt habe. Aber auch wenn man die Leute trifft, hier sehr freundlich. Viele Angestellte hier auch unterwegs auf dem Gelände, die hier sauber machen, sich um Instandhaltung kümmern. All diese Dinge sind natürlich auch wichtig. Die sieht man vielleicht als Kurzzeiturlauber nicht, bleibt man aber mehrere Wochen oder Monate, dann fällt einem das natürlich sofort ins Auge, wenn es da irgendwelche Dinge gibt, die nicht passen. Also hier haben wir das Büro, hier haben wir das Büro für die Admin. Da werden alle Rechnungen bezahlt. Hier haben wir eine Stelle, wo die Pakete, wenn man von Lazada bestellt, dann kann man sich die hier abholen. Ich habe auch ein bestimmtes Service, wo ich mein Geld hier einfach da lasse und dann die Sekretärin das empfangen und bezahlen. Alles klasse Gebäude hier. Ja, wo wir gerade beim Geld ausgeben sind, von der Lage her eigentlich optimal, um viel Geld im Vergnügungsviertel auszugeben. Ihr habt es auf der kurzen Übersicht vorhin gesehen. Also man ist zu Fuß relativ schnell direkt im Vergnügungsviertel, kann dort also sich auch abends sehr, sehr lange aufhalten, bevor man dann hier einen kurzen Nachhauseweg hat. Ist natürlich vielleicht auch für den einen oder anderen interessant. Dazu kurze Wege zum Strand runter. Ich würde mal sagen, wenn man mit meiner Geschwindigkeit läuft, 5 Minuten. Ansonsten hat man noch das ein oder andere Mädel im Schlepptau, vielleicht sind es 10 Minuten. Schneller oder genauso schnell ist man dann auch im Zentral Shopping Center. In der Nähe Restaurants, das ganz bekannte Kiss Food Restaurant ist auch in der Nähe. Also verhungern und so weiter würde man nicht, möchte man nicht im Kondo hier selbst was kochen. Sicherheit ist natürlich groß geschrieben. Man kommt in die Anlage nicht rein ohne eine Keycard. Man kommt in die Gebäudeteile nicht rein ohne eine Keycard zu haben. Wenn man sich, wie eben schon angedeutet, jemand abends mitbringt, muss auch die Begleitung am Empfang oder am Security Guard vorne ihre ID-Card abgeben, bekommt dafür einen Besucherausweis und kann mit euch dann hier zum Beispiel zusammen kochen. Kurzer Blick durchs Wohnzimmer, also ihr seht das schon, sehr geräumig, moderne Möbel, alles im sauberen, ordentlichen Zustand. Wie Claudia auch sagte, er wird natürlich dann, wenn der neue Mieter kommt, alles reinigen, alles vom Vormieter wird dann entsprechend entfernt, was halt dort hinterlassen wurde und so weiter. Alle Sachen hier auch von ihm sehr, sehr viel mit Liebe, mit Herzblut umgebaut. Also mein Gefühl, der wirklich schon viele, viele Standard 0815 Kondos gesehen hat. Hier ist sehr, sehr viel passiert. Hier hat sich jemand Gedanken gemacht. Man sieht auch die handwerklichen Möglichkeiten, die er hier hatte. Da hat er sehr viel Erfahrung mitgebracht aus seinen früheren Arbeiten und Jobs und so weiter. Hat er hier komplett in diese Kondos mit einfließen lassen. Wird von den Mieter natürlich immer gerne genommen, auch Dinge wie Kochmöglichkeiten, großer Kühlschrank, also alle Dinge, die es so im normalen Hotel vielleicht nicht unbedingt gibt. Nachdem wir jetzt einen schönen Überblick über deine Wohnung gehabt haben, Claudio, wäre das natürlich für die Zuschauer sehr, sehr spannend, mal aus Vermieterseite die ganzen rechtlichen, die ganzen finanziellen Dinge zu hören. Das kannst du viel besser, als wenn ich das wieder keulen muss. Also, bitteschön. Okay. Also das ist eine 52 Quadratmeter Wohnung, die ich kurzzeitig vermiete. Das heißt, für alle Leute, die für 36 Tage kommen wollen, 46 Tage, kein Problem. Der Frank tut in seinem Video
meine Daten angeben, das heißt meine E-Mail und mein Line, dann tut ihr mich einfach kontaktieren. Dann sagt ihr mir, für wie lange, ab welchem Datum ihr haben wollt. Dann müsst ihr mir eine 5000 Baht Reservierung, Kommission schicken. Und in dem Moment, wenn ich das Geld bekommen habe, dann tue ich eure Tage natürlich buchen und dann kann kein anderer buchen. An dem Tag, den ihr angekommen seid, zahlt ihr noch 5000 Baht, damit ich eine 10.000 Baht Deposit habe von euch und zahlt die ganze Miete. Strom und Wasser müsst ihr separat bezahlen, das ist alles Government Rate. An dem Tag, den ihr weggeht, tun wir dann die Abrechnung machen für den Strom und Wasser und dann bekommt ihr am gleichen Tag als gleich das Buchungsgeld wieder zurück. Jetzt wird natürlich für die Zuschauer, die jetzt hier sind und sich nicht um viele Dinge kümmern wollen, spannend sein. Du bietest auch den kompletten Reinigungsservice an. Du könntest den Leuten behilflich sein, wenn sie eine Laundry brauchen, wenn sie sich hier vielleicht in der Umgebung nicht ganz so auskennen, dass man also auch dich mal fragen kann, du, wo könnte ich zum Essen gehen, wo könnte ich ein Moped mir mieten und so weiter. Genau. Erstens, Wi-Fi ist vom Building, Cable TV ist auch vom Gebäude, das heißt, es ist alles inklusive. Und ich habe Reinigungsmöglichkeiten, das heißt, die komplette Wohnung einmal sauber zu machen, Bettwäsche zu wechseln und komplette Wohnung zu reinigen, ist 400 Baht. Andere Mieter von mir möchten nur Bettwäsche und Handtücher gewechselt haben, das ist dann 100 Baht. I'm used to give all I have. I'm used to get nothing back. Wherever I go, it's the same. There's no excuses, no one to blame. Sometimes I can understand how it can be so hard to stay out of pain. But with you everything has changed, even though we both stay the same. Would you call me on the midnight train? Would you come over when nothing's right? Would you hold me tight in the rain? Jetzt haben wir viel über die Konditionen gesprochen, was man alles so machen kann. Was natürlich die Zuschauer am meisten interessiert, was kostet es denn, Claudio? Okay. 10.000 Baht Deposit für die Wohnung, was ihr natürlich wieder zurückbekommt. Dann 750 Baht am Tag, also die Nacht, pro Tag plus Wasser und Strom. Das sind die aktuellen Preise. Ich nehme natürlich an, sagen wir Oktober, November, Dezember, Preise könnten wieder raufgehen und zwar zu den Originalpreisen vor Covid. Wie gesagt, ich möchte gerne, dass man mir eine E-Mail schickt oder ein Line schickt, 2 Monate bevor jemand ankommt. Dann kann ich die aktuellen Preise informieren und dann wissen alle genau Bescheid, was die aktuellen Preise sind. So, liebe Zuschauer, das soll es schon für dieses Video eigentlich gewesen sein. Unten in der Videobeschreibung schreibe ich euch die direkten Kontaktdaten vom Claudio rein. Könnt ihr an allen Fragen zu ihm kommen, könnt ihr direkt mit ihm rausmachen, könnt ihr direkt mit ihm verhandeln und sprechen, alles was gewünscht ist. Ansonsten schreibt auch eure Fragen zu solchen Immobilien, zu solchen Angeboten gerne in die Kommentare. Auch hier wird Claudio, wenn er Zeit hat, sich damit beschäftigen. Ich sage danke, dass ihr bei dem Video dabei gewesen seid. Danke nochmal herzlich an Claudio, dass du mich hier eingeladen hast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier mit dir zusammen zu arbeiten, das alles anzuschauen. Eine sehr, sehr lustige, entspannte und schöne Zeit. Wer es noch nicht geschafft hat, noch nicht getraut hat, gerne den Kanal abonnieren. Folgt uns auch auf Instagram. Ansonsten das Video liken, gerne auch teilen in sozialen Medien, wo wir nicht unterwegs sind. Dann sagen wir danke für eure Zeit und tschüss, bis morgen.